Der liebe Arne von Kreid 32 hat mir hier mal dieses tolle Kreideck zugeschickt. Das ist richtig, richtig praktisch, wenn man irgendwie einen Korpus zusammenleimt und der halt eben 90 Grad haben muss. Ich packe euch mal einen Link von hier, diesem coolen Teil, in die Videobeschreibung. Aber weil nicht jeder wahrscheinlich jetzt so ein cooles Teil haben wird, werde ich heute mal was bauen, was wahrscheinlich für jeden auf jeden Fall auch nachbaubar sein sollte. Also fangen wir direkt mal an. We need wood. Where is the wood? Und damit darf ich euch recht herzlich willkommen heißen zu diesem neuen Video. Gleich am Anfang will ich ganz kurz erwähnen, bevor es da vielleicht die ein oder andere Frage gibt, dass hier dieses Videomaterial ein bisschen älter ist als das, was jetzt in den letzten beiden Videos, glaube ich zumindest mal, bis jetzt hier auf dem Kanal erschienen ist. Dieses Mal war es wirklich wie verhext. Das Videomaterial konnte einfach nicht von meinem Videocutter geöffnet werden, der das Ganze ja immer vorab schneidet. Für die Leute, die es interessiert, wir haben es dann einfach so gelöst, dass ich das Ganze einmal in das Videoschnittprogramm reingepackt habe und habe es quasi als einen ganz, ganz langen Clip exportiert und dann hat es halt eben funktioniert. Deswegen hat das alles diesmal ein bisschen länger gedauert, aber nur, dass ihr mal Bescheid wisst, wie das Ganze so im Hintergrund auch einfach mal abläuft. Zu den Arbeiten, die ich gerade hier ausführe, da kann man so viel sagen, dass ich halt eben ein Hartholz bewusst ausgewählt habe. Da werde ich auch noch ein bisschen genauer drauf eingehen, welche Qualität das hat. Und hier stelle ich mir erstmal rechtwinklige Kanthölzer her, die halt eben ausschlaggebend für das heutige Projekt sind. Unser Eschenholz ist jetzt schon mal fertig vorgerichtet. Jetzt können wir gleich alles weiter zuschneiden. Wenn man hier aber mal so ein bisschen genauer hinschaut, sieht man, dass tatsächlich leider nicht mehr so wirklich viel gutes Holz hier an dem Stück dran gewesen ist. Denn der Holzwurm hat hier wirklich volle Arbeit geleistet und hat viel, viel Holz schon zerfressen. Das ist auch mit ein Grund, warum ich das Material hier nicht mehr so ganz oft benutze, weil halt eben sehr, sehr viel Wurmbefall in dem ganzen Stück schon drin ist. Ich habe mir ein paar Maße aufgeschrieben. Jetzt können wir alles an der Tischkreissäge mal fertig auf die Länge zuschneiden. Und dann werden wir mal schauen, wie wir weitermachen und vor allen Dingen, wie wir die Verbindungsart gestalten, damit das auch möglichst stabil sein wird. Um die Teile ganz einfach auf Länge zuzuschneiden, nutze ich hier einen sehr gerne verwendeten Trick. Dazu nehme ich einfach ein bisschen Kreppband, nehme davon 3-4 Schichten übereinander und klebe das auf den Tisch der Tischkreissäge in dem entsprechenden Abstand. Es ist hier nicht so entscheidend, dass die Teile exakt gleich sind, obwohl sie mit dieser Methode wirklich ziemlich gleich lang werden. Und so kann man halt eben sehr, sehr einfach und schnell ohne eine Vorrichtung Teile auf die gleiche Länge abschneiden. Der große Vorteil ist vor allen Dingen, dass keine Teile sich zwischen dem Anschlag verkeilen können und somit halt eben zurückgeschleudert werden können. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, wer einen Kantenschleifer hat und welche Maschine ihr lieber benutzt, den Kantenschleifer oder den Tellerschleifer. Ich persönlich benutze den Kantenschleifer ein gutes Stückchen lieber, weil man damit auch eine sehr, sehr gute Oberfläche, die fast schon fertig für einen Endschliff ist, herstellen kann. Nachdem ich das Ganze grob geschliffen habe, geht's zur Langlochbohrmaschine. Damit das Ganze heute funktioniert, brauchen wir eine richtig stabile Verbindung. Das Ganze könnte man auch vielleicht von Hand machen, aber weil ich halt eben eine Langlochbohrmaschine habe, benutze ich die natürlich auch in dem Fall. Hier werde ich aber nicht nur jeweils ein Zapfenloch bohren. Ich werde oben und unten jeweils ein Zapfenloch bohren, damit die Verbindung wirklich super stabil wird. Der erste Arbeitsschritt an der Langlochbohrmaschine ist jetzt erledigt. Wir haben jetzt hier unten an beiden Teilen einen Zapfen und weil ich halt eben möchte, dass da möglichst viel Material das Ganze quer verbindet, werde ich jetzt auch einmal ein Zapfenloch hier oben reinfräsen, damit wir dann später quasi zwei Verbinder haben, die das Ganze möglichst stabil zusammenhalten sollen. Hier gibt es eine klitzekleine Unterbrechung direkt aus dem Büro. Ich schneide nämlich gerade das Video und da will ich hier eine klitzekleine Info reinpacken. Worum geht's? Um die Webseite. Hier gibt es weitere Informationen. Und zwar gibt es auf konterholz.de jetzt wieder ein Produkt, was es schon richtig, richtig lange nicht mehr gab. Dazu gehen wir kurz auf die Werkzeuge und da sind wir auch schon bei dem Spannfutter. Hier habe ich nach einem vergangenen Drechselkurs sehr, sehr viel Austausch mit einem Kursteilnehmer gehabt und der hat auch so ein paar Infos gegeben, dass hier die Beschreibung von den einzelnen Spannbacken, die waren ein bisschen bedürftig. Das habe ich jetzt alles angepasst und nachgebessert und jetzt ist das Ganze auch wieder online. Hier seht ihr auch übrigens noch ein Video, da könnt ihr euch das Ganze in Action noch anschauen. Das ist auch tatsächlich eins der ersten Projekte, was ich damit gedrechselt habe. Das heißt, vor mehr als 2 Jahren habe ich das Ganze mal vorgestellt und seitdem ist genau das das Drechselfutter, was ich auch tatsächlich bei fast allen Drechselprojekten benutze. Wir arbeiten generell derzeit an vielen weiteren Produkten und zu dem Spannfutter, was jetzt wieder erhältlich ist, ist auch ein ganz neues Produkt dazu gekommen. Das werde ich euch auch einmal kurz zeigen. Dazu gehen wir wieder auf die Kategorie Werkzeuge und können uns das hier kurz anschauen. Und zwar ist das Ganze ein Schnellspann-Bohrfutter, wenn man zum Beispiel an der Bohrmaschine etwas bohren möchte, an der Drechselbank etwas bohren möchte. Das ist ein MK2 Schnellspann-Bohrfutter. Das findet ihr jetzt ebenfalls derzeit unten in der Videobeschreibung. Und jetzt geht es mit dem Projekt weiter. Also wenn das nicht mal ein flüssiger Übergang war, dann weiß ich auch nicht.
Jetzt geht es, wie gesagt, mit dem Bohren weiter. Und bei der Langlochbohrmaschine hat mir ein Zuschauer einen Tipp gegeben, dass es hier besser ist, wenn man erst die Löcher bohrt und dann die Längsbewegung ausführt. Das war ein richtig guter Tipp. Seitdem mache ich das auch genauso. Hier könnt ihr das nochmal ein bisschen genauer sehen. Ich bohre zunächst das mittlere Loch. Und wenn ich danach das linke und das rechte Loch bohre, dann haben dort auch die Späne direkt die Möglichkeit, ein bisschen aus dem bereits bestehenden Loch halt eben herauszutreten. Vielen lieben Dank für den richtig guten Tipp. So, als nächstes geht es jetzt ans Verleimen. Und ich benutze in dem Fall PU-Leim. Das ist halt einfach der schöne Nebeneffekt, dass der aufschäumt. Und da kann ich halt eben auf Nummer sicher gehen, dass das auch alles hält. Weil ich hatte schon mal den Fall, dass ich mit solch einer Zapfenverbindung nicht so eine stabile Verbindung hatte, weil ich da ein bisschen ungeduldig dazu auch nur war. Und der Holzleim innen drin halt eben nicht so die Möglichkeit hatte, abzubinden. Alles oder nix. Das hat funktioniert. Die Besonderheit beim Verleimen, die ich heute anwenden werde, ist, dass ich das dieses Mal auf meiner Werkbank festspannen werde, weil dann kann ich gleich ein bisschen entspannter nachklopfen und den rechten Winkel überprüfen, ohne dass ich dann eine dritte Hand brauche. Genau hier soll es halt eben schön bündig sein, beziehungsweise unten das Kantholz ein bisschen rausschauen, damit ich das später verschleifen kann. Ja, das passt aber schon mal sehr gut. Hier sieht man übrigens schon ganz gut, das hat jetzt nur 5 Minuten geruht und jetzt fängt der PU-Leim schon an herauszuquillen. Und genau das hoffe ich mir halt eben, dass innen das komplette Zapfenloch schön stabil miteinander verklebt wird. Hier würde es mich mal interessieren, wie du oder wie ihr oder wie die Schreiner das hier machten, damit man halt eben hier diese Austritte oder diesen Austritt besser entfernen kann oder den komplett verhindern kann. Ich kenne zwar den Trick mit Klebeband, dass man das vorher abklebt, aber ich finde das ein bisschen umständlich und deshalb verwende ich den auch nie. Um die Klebereste aber gut wegschleifen zu können, habe ich mir hier ein bisschen Schleifpapier in ein Metallstück reingelegt, damit ich bis zur Ecke schleifen kann. Das funktioniert zugegebenermaßen richtig, richtig gut und kann ich empfehlen. Theoretisch könnte man diese Klötze jetzt fast schon benutzen. Da fehlt jetzt aber noch ein bisschen Arbeit, damit man auch möglichst lange dran Spaß hat. Aber als erstes überprüfe ich jetzt mal den rechten Winkel und leider stimmen die alle noch nicht so ganz genau. Das habe ich mir auch schon fast gedacht, deswegen habe ich hier dieses Teil ein bisschen überstehen lassen, damit ich das jetzt richtig planschleifen kann. Und wie ich das mache, werde ich jetzt kurz zeigen. Da habe ich eine ganz einfache Möglichkeit, die ich hier in der Werkstatt umsetzen kann. Mit am wichtigsten ist hier so ein Zimmermannswinkel, weil die einfach günstig und super genau sind. Und ja, die sind schön groß und in den meisten Fällen sind die groß genug. An meinem Kantenschleifer habe ich jetzt einen Anschlag ausgerichtet, der am 90-Grad-Winkel zu dem Band läuft. Und da kann ich halt eben diese Teile jetzt ganz einfach ranhalten und sie in den rechten Winkel reinschleifen. Und ja, ich habe wieder meine alte Absauganlage in der Werkstatt stehen. Das war natürlich nur ein kleines Späßchen, das ist einfach noch altes Videomaterial, aber schaut mal bitte, wie dreckig es da im Hintergrund wirklich überall ist. Also ich habe die Absauganlage jetzt schon ein bisschen weiter ausgebaut, das wird auch noch bald als Projekt kommen, aber der Unterschied ist einfach gigantisch, wenn ich das jetzt hier nochmal im Videoschnitt sehe, bin ich wirklich, wirklich happy, dass das jetzt halt einfach besser funktioniert. Wir haben jetzt hier ein paar schöne stabile Winkel, aber so können wir sie bis dato noch nicht benutzen, denn wir haben hier an dieser Kante ein Riesenproblem und das schauen wir uns kurz genauer an. Meistens wird es ja dann in Zukunft so aussehen, dass wir irgendwas verleimen möchten und dann werden wir das Ganze irgendwie hier so dran spannen, damit wir halt eben hier einen rechten Winkel haben. Und das große Problem ist eben, dass wir hier mit dieser Kante von unserer Leimhilfe, dass wir da meistens dann der Kante anstoßen werden und wir da vielleicht Ungenauigkeiten erzeugen werden. Und genau aus dem Grund müssen wir jetzt als erstes hier diese Kante entfernen, damit die in Zukunft nicht stört, wenn wir hier an der Kante oder an einer Ecke etwas verleimen möchten. Dafür nehme ich jetzt einfach hier meinen Anschlag und drehe den um 45 Grad. Und ich mache das Ganze jetzt hier mit dem Auge. Das wird nämlich genau genug sein. Und das kann ich jetzt wieder festspannen. Und jetzt habe ich hier einen Anschlag, mit dem ich hier 45 Grad ideal anschleifen kann. Ich glaube, das hier könnte man als Therapiestunde einführen, wenn man das hier den ganzen Tag machen müsste. Das ist irgendwie cool. Ich weiß nicht, findet ihr das auch so cool, wenn man das so am Kantschleifer schleifen kann? Ich find's richtig cool. Als nächstes fasse ich noch einmal die ganzen Kanten von dem Holzwinkel an dem Ruvi-Frästich. Und die Absauganlage läuft mittlerweile auch zum Glück an dieser wunderschönen Maschine. Und die ist wirklich richtig, richtig gut. Und da werde ich auch ein paar kleine Tests in dem eigentlichen Video dann machen, wenn es halt eben soweit ist. An diesen Stellen hier bin ich nicht wirklich am Frästich rangekommen, deswegen schleife ich das Ganze einfach freie Hand, auch wieder am Kantenschleifer. Funktioniert für ein Provisorium wirklich sehr, sehr gut.
Als nächstes werden wir das Ganze behandeln. Ich werde da in dem Fall mein eigenes Finish benutzen. Schau gerne mal unten in die Videobeschreibung rein. Da findest du dann einen Link auf meine Webseite zu meinem Finish. Und das behandeln wir jetzt einfach aus dem Grund, damit es in erster Linie so ein bisschen vom Holzleim geschützt ist. Denn wenn wir damit später was zusammenzwingen werden und der Holzleim vielleicht mal drauf tropft, wollen wir ja natürlich nicht, dass es sehr schwierig sein wird, den Holzleim darunter zu bekommen. Und genau aus dem Grund behandle ich das damit jetzt. Dann hat der Holzleim einfach nicht mehr so die Möglichkeit, darauf wirklich kleben zu bleiben. Und wenn er dann getrocknet ist, können wir den ganz einfach wegschaben. Das Schöne an dem Finish wird jetzt auch wieder sein, dass wir hier solche leichten Fehler, hier haben wir nämlich so eine leichte Fuge, die können wir fast unsichtbar mit dem Finish machen, denn durch den Wachsanteil machen wir das Ganze zu und hier diese Fuge können wir dann schon gar nicht mehr sehen. Ich zeige es euch einmal. Dazu nehme ich mir jetzt einfach hier eine kleine Portion und verreibe das jetzt einfach auf dem Holz. Und speziell dort, wo die Fuge ist, reibe ich es jetzt auch gut ein. Und dann ist das jetzt alles schön versiegelt. Schaut euch mal hier diesen tollen Unterschied an. Das hier ist jetzt ganz einfach und schnell behandelt worden. Und das hier ist jetzt noch unbehandelt. Und das ist doch einfach nur ein ganz toller Unterschied, oder? Nachdem wir die Teile jetzt fertig gebaut haben, werde ich euch jetzt ein ganz einfaches Anwendungsbeispiel mal zeigen, dass ihr euch vielleicht ein bisschen besser vorstellen könnt, warum das so praktisch sein könnte. Oftmals ist es ja so, dass wir jetzt zum Beispiel einen Korpus zusammenbauen und das wären zwei von den vier Korpusteilen. Und man muss ja irgendwie immer mal anfangen. Das bedeutet, wir haben jetzt hier vielleicht was mit Flachdübeln verbunden und wir wollen das erstmal zusammenstellen, um zu überprüfen, ob alles überhaupt passt. Bei so einem Korpus ist es dann immer schwierig, weil die Teile sollen natürlich nicht hinfallen. Mir ist es schon oft genug passiert, dann ist irgendeine Delle drin. Und genau dafür sind halt eben jetzt hier diese Helferlein. Da kann ich jetzt mich mal ganz einfach zwei Einhandzwingen mir nehmen, pack alle Teile zusammen, komm mal hier noch rum, leider nicht mehr ganz. Und die könnte ich halt eben jetzt ganz einfach mal fixieren. Um das halt eben aufzustellen. Jetzt könnte ich hier das nächste Teil mit hier so einem Winkel festspannen und könnte dann oben das letzte Teil draufpacken. Wir haben hier eine schön große Spannfläche und was hier halt eben ganz, ganz wichtig ist, wir haben hier eine parallele Fläche, weswegen wir halt hier auch schauen mussten, dass das hier möglichst stabil ist, damit wir das halt eben nicht irgendwie zerdrücken, weil einfach mit einer Schraube das Ganze hier verbunden wäre, glaube ich, ein bisschen schwach. Jetzt könnten wir hier das nächste Teil festspannen, könnten oben vielleicht das letzte Teil draufpacken, könnten dann Stück für Stück unseren Holzleim reinpacken und können halt so einfach einen Korpus, auch wenn wir alleine in der Werkstatt sind, verleimen. Hier ein kleines Beispiel. Vielleicht kann sich jemand von euch noch erinnern, als ich das hier gebaut habe. Da habe ich nämlich genau aus dem Grund am Schluss von unten zwei Schrauben reingepackt, damit halt eben drei von vier Seiten fest sind. Da hatte ich diese Zwingen noch nicht, beziehungsweise diese Winkelhilfen. Und da habe ich halt eben alles miteinander verschraubt von unten, damit halt eben alles nicht rumkippt. Da hätte ich das auch schon gut gebrauchen können. Jetzt habe ich die Teile endlich für zukünftige Projekte. So sind wir, wie dieses Projekt heute gewesen ist. So praktisch wird es auch auf jeden Fall in Zukunft gewesen sein. Schaut mir jetzt nochmal hier sogar Winkel für den Monitor. Fast. Genau. Baut es auf jeden Fall nach. Das hier hatte ich wirklich schon Jahre im Kopf, dass ich sowas immer mal brauchen könnte. Ich habe es auch in Schreinereien gesehen und erst jetzt habe ich mich dazu mal entschieden, sowas zu bauen. Schreib gerne mal in die Kommentare, ob du auch denkst, dass du sowas bei dir in der Werkstatt nutzen könntest. Und ja, jetzt hast du hier noch zwei Videos. Schau dir die auch unbedingt an. Da geht es auch so ein bisschen was hier in der Werkstatt, was ich halt eben den ganzen Tag so mache. Ich würde mich über ein Like sehr, sehr freuen und wünsche dir bis zum nächsten Video einen ganz tollen Tag. Ciao.